Willkommen zum IGTV meines Themas der Woche. Genau, Handeln statt Reden. Dazu gibt es ja eine Podcast-Folge, die seit Montag raus ist. Familie verstehen heißt mein Podcast und ihr findet ihn bei iTunes, Spotify, Podigy, Deezer, Audio Now und natürlich auf meiner Webpage. Und in diesem Podcast gebe ich wirklich sehr viele Impulse und ich habe euch auch schon ganz viele Rückmeldungen bekommen, wie dankbar die Leute sind für diese ganzen Tipps. Das freut mich sehr. Und heute möchte ich all eure Fragen, ich glaube, es sind fast 30 Fragen, die ich zusammengetragen habe, zusammengekommen. Und ja, ich möchte hier noch weitere Impulse geben, eure Fragen beantworten und erstmal dieses Handeln statt Reden. Mir geht es also darum, dem Kind keine Klinke an die Backe zu labern, das sage ich immer so, weil ich erlebe einfach ganz viele Eltern, die meinen, ihrem kleinen Kind alles erklären zu müssen, weil das Kind es doch verstehen muss, auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe heißt allerdings auch, den Menschen in der Altersstufe zu erkennen, wo er ist. Das heißt, ich kann mit einem kleinen Kind bis so 7 Jahre nicht reden wie mit einem Erwachsenen und mit einem Kind zwischen 7 und 14 Jahren auch noch nicht wirklich. Da ist es dann wieder ein bisschen anders, das erkläre ich im Podcast. Das heißt, in den ersten 7 Jahren ist es besonders wichtig, weniger Worte, komm ins Handeln, mach vor, ja, zeige deinem Kind, was du möchtest, mach es mit Freude am besten, das vor allen Dingen die Freude ist in den zweiten 7 Jahren besonders wichtig, die Freude am Tun. Und ich meine mit diesem Komm ins Handeln eben, ich habe im Podcast das Beispiel Zähne putzen, das kannst du aber auch adaptieren auf alle möglichen anderen. Gestern in meinem Post war es das Schaukeln, ja, zieh dich bitte an, also zieh dir bitte deine Schuhe an. Und das Kind rennt weiter durch die Wohnung. Ja, und ich habe gesagt, sag es einmal. Und wenn du merkst, das Kind hört es nicht, es hat es wahrscheinlich einfach irgendwie in so einer Blase nicht wirklich gehört, so wie Schuhe anziehen. Kannst du mal deine Schuhe anziehen? Jetzt zieh auch mal deine Schuhe an. Das Kind hört immer nur Schuhe, Schuhe und ist aber mit was ganz anderem beschäftigt. Und wenn du dann noch anfängst, weißt du, weil du brauchst warme Füße, du erkältest dich sonst und das wollen wir doch nicht, dass du krank wirst. Und guck mal, damit du auch wirklich gesund bleibst, das ist total wichtig und ich bin auch für dich verantwortlich und wir gehen auf jeden Fall mit Schuhen raus. Also jetzt zieh bitte deine Schuhe an, es ist mir wirklich wichtig. Bitte zieh deine Schuhe an, komm. Ich habe dir doch jetzt schon 3-mal gesagt, dass du deine Schuhe anziehen sollst. Warum machst du das denn nicht? Zieh doch bitte mal deine Schuhe an. Herrgott, du hast ja immer noch keine Schuhe an. Schuhe anziehen. Also ist es wirklich, und das passiert alles in so einer Blase. Schuhe anziehen, hab ich doch gesagt, Erkältung, Krankheit, will. Vor allem mit diesem, und das willst du doch auch nicht, ne? Wenn wir dann so Folgen nennen, dann geben wir ja dem Kind auch noch die Verantwortung dafür. Und wir sind verantwortlich in dem Alter auf jeden Fall für das Bedürfnis Gesundheit des Kindes. Also, wie kommen wir aus diesem Redeschwall raus, indem wir handeln? Also, du hast einmal gesagt, bitte Schuhe anziehen. Und wenn du merkst, dein Kind kriegt es nicht geschnaggelt, ja, dann geh hin und berühre es. Weil es geht ganz viel über den Körper in den ersten 7 Jahren. Fass es hier an die Schulter und sag, hey, na, Schuhe anziehen. Hast du mich gehört? Vielleicht, ja, oh, ja, klar, Schuhe anziehen, ja. Vielleicht ist es aber auch gerade noch voll im Prozess. Das Ding ist, warum ist mir das so wichtig, dass wir auf dieses Volllabern verzichten, weil das kann echt krasse Folgen haben. Also viele Wutausbrüche deuten darauf hin, dass das Kind, also es kann sein, dass einfach das Kind sehr viele Wutausbrüche hat, weil es so überfordert ist mit dieser Laberei. Unsicherheit, Zorn, all dieses, ja, habe ich im Podcast auch nochmal näher erklärt. Du tust dir und deinem Kind wirklich einen Riesengefallen, wenn du aufhörst, es voll zu labern. Also du sagst es einmal, dann gehst du hin und du berührst es, egal wo. Ja, hallo, hä? Kuckuck, klopf, klopf, ich rede mit dir. Und wenn dein Kind dann noch in einem Prozess ist, ja, dann kommt diese Empathieschleife. Und da habe ich schon mal einen Post zu gemacht. Und Empathie ist ja in der gewaltfreien Kommunikation die Fremdeinfühlung, also Selbsteinfühlung oder Fremdeinfühlung. In diesem Fall die Fremdeinfühlung, also in dein Kind. Also sag, benenne, was du gerade siehst, was dein Kind macht. Ah, du läufst hier weiter durch die Wohnung. Das macht dir gerade Spaß, oder? Ja, findest du gerade lustig. Wahrscheinlich würdest du viel lieber spielen jetzt, ne? Ach, du möchtest spielen, guck mal. Ja, los, ich pack dich, ja, ich pack dich. Ja, und dann hast du schon gepackt und jetzt Schuhe anziehen, setz es auf deinen Schoß, Schuhe anziehen. Wenn es sich dann weigert, ah, du möchtest ohne Schuhe, das fällt dir gerade schwer. Oder du möchtest das alleine machen. Und das sind wirklich alles Beispiele, die ich nenne. Also dieses, ist das da nicht auch voll labern? Also ich gebe euch hier gerade Impulse. Ihr sagt natürlich nur das, was ihr gerade auch das Gefühl habt, was bei eurem Kind aktiv ist und nennt nicht irgendwie 10.000 Sachen. Ja, das sind Impulse, die ich gebe. Also Step
Step für Step. Und wichtig ist, bei dieser Empathieschleife geht es darum, dass dein Kind spürt, du siehst es, du verstehst es. Ah, Mama versteht mich oder Papa checkt voll, was bei mir gerade los ist. Ja, es ist so wohltuend. Und das Wichtige ist, du übernimmst die Führung, die liebevolle Begleitung, weil du weißt, was dein Kind gerade braucht. Ja? Dein Kind braucht noch 2 Minuten in die Wohnung rennen, mit dir spielen, Kontakt, Berührung aufnehmen. Ja, du übernimmst die Führung und dann, so, und jetzt hier Schoß und Schuhe anziehen. Und du übernimmst die Verantwortung. Also, worum geht's hier? Geht's hier um deine Werte oder wie man was richtig oder falsch macht? Oder haben wir tatsächlich noch einen Spielraum von 10 Minuten? Ja? Guck doch einfach mal. Ja? Wichtig ist, du weißt, wann es wirklich Zeit ist. Und ich rede hier ja jetzt nicht beim Schuhe anziehen. Weiß nicht, in meinen Gedanken ging es jetzt gerade zum Spielplatz. Also wenn ihr einen wichtigen Termin habt, so what? Du übernimmst die Verantwortung. Irgendwann ist der Punkt, dann nimmst du es und dann ist ein Wutausbruch da. Den kannst du ja liebevoll begleiten. Davor steht das Pünktlichkommen. Ist es ein Termin, wo es um Leben und Tod geht, wo es auf die Sekunde drauf ankommt? Gibt es meiner Meinung nach wenig Termine? Ja, gib ein bisschen mehr Raum. So, also, ihr sagst es einmal, berührst du es, gehst du hin, berührst es, dann kommt die Empathieschleife. Ich gucke hier auf meinen Zettel, damit ich auch an alles denke. Dir ist ganz klar, du führst liebevoll, ja, du verstehst und du übernimmst die Verantwortung. So, und jetzt sind viele Fragen eingegangen und ich habe versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen. Es sind so ungefähr 30 Fragen bei rumgekommen. Wir fangen mal an. Eine Frage ist, kann das Handeln nicht auch als übergriffig vom Kind angesehen werden? Naja, das habe ich ja gerade versucht zu erklären. Mit dem Handeln meine ich einmal hingehen und anfassen, Verantwortung übernehmen. Nicht hingehen, wegreißen, zack, ich bestimme. Ja, das meine ich damit nicht. Und genauso ist ja das Handeln auch mit dem Vormachen. Also Vormachen ist ja nicht übergriffig. Wenn ich zeige, wie ich Spielzeug wegräume, wenn ich zeige, wie ich die Schuhe anziehe. Ja, nein, also so wie ich das verstehe, nicht.